Let's go, wir schauen zuerst das Video von Satter Hugo, das ist ein Hobby. Was läuft, willkommen zum nächsten. Ist Lautstärke gut? Ich bin's Fritz und heute geht es um das Thema Teilnehmer. Moin, moin meine aktiven Freunde. Hey Leute, was geht? Allotrix ist hier und so. Bisschen zu leise. Zwei Wochen mit Monte in der Wildnis, ich freue mich drauf. Dann passe ich ihn an und er kann nicht die Polizei rufen. Also wenn ihr eine Antwort haben wollt zu Sam vs. Wild, dann immer bei Monte im Chat fragen. Und bei Carsten im Chat ist ein Gewinnspiel offen, einfach Gas so? Mit G reinschreiben. Geht rüber zu Carsten, aber ihr... Ja, die wissen, wie die sich gegenseitig abfucken. Die wissen, wie. Wir sind nominiert, Monte. Bist du dabei, sagst du, oder? Gar nichts sage ich jetzt. Lass mich bestimmt nicht im Chat jetzt hier zwischen Tür und Angel volllabern. Oh nee, jetzt hab ich. Aber warum mag das Carsten nicht so, wenn man es mit G schreibt? Ich weiß, dass der Name dann so anders dasteht, aber wo ist das Problem? Welches Problem? Gassinger. Wieder ein Stein im Schuh. Glaubt ihr, der Mann kauft nicht für über 14 Tage Bravo-Sets für 80 Euro? Kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen. Steam Deck mitnehmen und weiterhebeln. Er hat Kylo, das Wochenende geht nicht. Ich kann nicht. Anna ist im Urlaub über den Zeitraum. Ich wäre gegangen, aber ich muss auf Kylo aufpassen. Denkt ihr, macht wirklich mit? Oder muss er in der Woche vielleicht auf Kylo aufpassen? Ich muss mal kurz... Guter Joke, Isa, danke. Der war gut. Anna ist da. Kylo holt Anna ab. Sag Bescheid, wenn du dann auf dem Zettel dir paus. Der kann echt nicht. Ich sag 10er, dass er nicht kann. Reden einfallen lassen willst, ne? Dass du nicht bei Seven über das Wald antreten musst. Ich habe schon in meinen YouTube-Kommentaren ein paar gelesen. Erstens, muss auf Kylo aufpassen. Ja. Safe. Wenn zu dem Zeitpunkt, wo das stattfinden würde, Anna mir schon vor Monaten oder vor Wochen einen Termin eingetragen hätte, wo sie in einem Urlaub ist oder so, dann hätte das Priorität, ja. Verständlich aber. Aha. Die beiden haben, denke ich, was so Auto-Survival-Stuff angeht, keinerlei Erfahrung. Ja, das ist aber ein Gerücht. Das muss ich gleich einmal ganz kurz an der Stelle sagen. Das ist ein Gerücht. Onkel Monte hat super Auto-Erfahrung. Er ist regelmäßig am Ilsebach. Ich bin regelmäßig am Ilsebach. Hand aufs Herz. Wie lange denkt ihr, würden die überleben? Jetzt eine Zahl in den Chat reinschreiben für die Tage, die ihr denkt. Ein Tag oder 14 Tage oder alles dazwischen. Bis der Vape leer ist. True, bis der Vape leer ist. Dann, hä? Ja, stimmt. Lass los, Marcel. Du kannst nur 5 Gegenstände mitnehmen. Was würdest du mitnehmen? 5 Vapes würde er mitnehmen. Bach und mach da den Bach frei. Wie lange hat Dave ausgehalten? Nein. Dave hat einen Tag ausgehalten. Nee. Paar Stunden? Dave. Das ist eine Outdoor-Survival-Erfahrung. So, ich bin jetzt hier mal wieder oldschool am Ilsebach spazieren hier in Buxtehude. Hab heute noch ein bisschen Verstärkung für Kylo, noch 2 andere Hunde. Also hier am Ilsebach, ganz bekannt, Jungs, hört ihr zu, sind die Brüllmücken. Oh. Aber ich verstehe nicht, wie die Leute mit einem guten Gewissen hier vorbeigehen können, ohne mal ein bisschen den Stau zu beheben. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Oh, Digga, also bin ich der Einzige, den das befriedigt, Mann? Staudamm hin oder her, das Wasser muss fließen. Mission. Wenn ich in deiner Situation wäre oder ich gefragt worden wäre, ich würde es machen. Oh, warte mal. Hat da Monte gerade bei Staffel 2 Knosse gesagt, er würde es machen? Gut, dass wir den Clip hier nochmal hatten. Nach der Aussage. Quasi Zusage. Aussage. Sieht es für Marcel gerade wieder richtig schlecht aus. Ich habe das Gefühl, er muss, Chat. 14 Tage keine Kisten. Wisst ihr, was das für einen Süchtigen ausmacht? CS-Kisten öffnen ist Glücksspiel. Hä? Wie kommt man da? Oh mein Gott, ich war letztens in dem Stream oder über, CS-Kisten geredet hat. Holy shit, das ist so, also so richtig so, das ist kein Glücksspiel, ihr seid selbstverantwortlich. Und das so witzig. Auf so ein Quatsch. Meine Zusage für 7 Tage. Nicht, oh, wenn du Tennis spielen gehst, das Glücksspiel. Digga, das ist ein Hobby, eine Sportart. Weißt du, wie anstrengend das ist? Also wirklich, völlig lost. Das ist ein Hobby, Digga. Was für ein Glücksspiel, Junge. That's why I play the hobby. Was bedeutet das Goldene? Motorradhandschuhe. Was mir auch mal aufgefallen ist bei diesem hungriger, satten, satten. Wenn ich in den Videos drin bin, immer erst in der letzten Hälfte wegen Watchtime. Meine Leute, das war der beste Clip, den du von mir gefunden hast? Bei einem 16-Minuten-Video ganz ans Ende? Ich bin eine f***ing Content-Maschine. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie lustig ich bin. Zum Beispiel hier, guck mal, der Clip hier. Der ist übertrieben lustig, pass auf. Oh, Revi, lass los. Was macht der da? Hat der Nasenhaare auf der Nase, hä? Könnte man ja zum Beispiel reinschneiden halt. Der ist übertrieben lustig. Aha. Du hast mich ja jetzt auch so mit dem Club kennengelernt. Wir haben das erste Mal gesehen. Ich bin ja auch schon 30. 30-jähriger Mann. Bro. Guck mal, wie alt. 30-jähriger Mann. Okay, passt auf. Moment.
Ich suche euch was Gutes raus. Nee, loslassen, ich finde nichts. Ich finde nichts. Was zu erwähnen ist low. Guck mal, Mark Eggers ist 40 und der ist einfach cool, ohne das nochmal zu betonen. Ja. Das war geisteskrank. Ich hab nachgefragt. Ja, dumm. Jetzt bist du wieder uncool. Welcher coole Typ will der nachfragen, ob er cool ist? What the Alter, sieht das krass aus bei mir im Chat. Ja, das sieht nicht krass aus. Das schreibt ja keiner. Ja, super. Dann. Ich glaube, Revi muss einmal richtig geknuddelt werden von seinen Kumpels. Trimax so stark momentan mit den Konters. Martha für diesen Spieleabend. War ein klasse Spieleabend. Ich bin raus, und danke, dass ich eingeladen wurde. Du warst nur Notfall, weil 5 Leute abgesagt haben. richtig geil, Game. Max voll assi geworden, ja, aber das ist geil. Denkt an Revis Worte. Trimax ist immer asozialer geworden. Geld verändert Menschen. This motherfucker. Wow, wieso haben die Motherfucker mit Hurensohn übersetzt? Motherfucker ist übel was Geiles. Ein Hurensohn ist komplett... Was? Ein Motherfucker ist doch nichts Geiles. Komplett eine Beleidigung. Ich habe so eine Mobile Gaming Community, da sind auch solche Rentner dabei. Soul schreibt... Oh, mein Bruder hat letztens einfach Trimax gedisst. Mein Bruder spielt, wie heißt das, Clash of Clans? Wie heißt dieses eine Game? Mein Bruder spielt das richtig lange schon. Und er meinte, der hat halt so bei Trimax reingeschaut und meint so, hä? Trimax ist ja gar nicht gut in dem Spiel, der ist ja richtig schlecht. Warum schauen denn dann alle zu? Und ich so, alles gut, ich bin auch scheiße und mir guckt trotzdem welche zu. Weil mein Bruder so, der hat halt in den Stream geschaut von Trimax, weil der dachte, dass er geisteskrank gut in Clash Royale ist, um so, weißt du, so Tricks rauszuholen. Aber der meinte, er ist besser. Mein Bruder ist besser. So ein Spiel würde ich nie spielen. Hashtag seniorenunfreundlich. Aber zuschauen ist schön. Einfach ein netter Zuschauer. Einfach, weißt du? Die Wahrscheinlichkeit, dass das der mich gleich in meinem Chat irgendwie als fetter beleidigt, ist so gering. Oh, welche Uhrzeit? Das sind richtig liebe, nette Menschen. Oder? Aber ihr seid auch nette Chat, nette Menschen-Chat. 6:31 Uhr. Ah, Scheiße. Das ist 3:05 Uhr, also 2:55 Uhr. Und das ist 6:25 Uhr. Als ob die das alle nicht mehr können. Was passiert da? Okay, das war falsch. 25 meinte ich auch. 25. Aber die 6 ist auch bald. Ja, das kann ich später erstmal gegen Kevin lesen, weil ich glaube, Kevin ist noch schlechter als ich, actually. Ja, meine Uhr ist nur Deko, als ob ich die Uhr lesen kann. Es ist, wie es ist, Chat. Akzeptier das. 11:19 Uhr. Er hat die Zeiger vertauscht. Halt's Maul, Bro. C. Stegi. Amar. Mutalabek Revi. Digga, ich bin auf einer Stufe. Mit Revi. Also rein theoretisch kann ich ja in 30 Minuten bei Toni vor der Tür stehen. Also da muss ich halt da kratzt gewaltig. Da kratzt. Auch mal festhalten, dass wir hier auf derselben Insel wohnen. Was ist das denn für ein Goofy-Ass-Schuh? Aber warum ist das so eine Sache, die Romatra normalerweise auch tragen würde? Also das ist nicht weit weg von einem normalen Romatra-Fit. Ja, safe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein echter Sneaker. Safe. Ich schwöre, der könnte so rauskommen, Leute würden sagen, krass, Alter, das ist der neue Jordan, Digga. Könnte ohne Witz Gucci so raus. Wäre Kanye West nicht so gecancelt worden, hätte er einfach sagen müssen, dass der Schuh geil aussieht und voll viele hätten diese sich gekauft. Ausbringen für 2500. Leute würden es kaufen. Es gibt auch viele Schuhe, die so aussehen, Alter. Kein Witz jetzt mal. Oder Balenciaga oder sowas. Kennst du diese Sneaker, die so rote Schuhe sind? So diese riesigen roten Schuhe? Ja. Ach du Scheiße. Corinna Kopf hatte so Schuhe, glaube ich. Bist du auch auf der FIBO? Oder natürlich bin ich auf der FIBO. Da bin ich auf der FIBO, Junge. Naja, genauso wie ich. Deine Muskeln nicht anspannen, Ronny? Ich finde es immer so geil, wenn ich mit Zuschauern rede und die kommen halt von überall. Die reden nicht nur so wie ich, die reden auch Schweizer, Österreich, Leute aus Bayern. Viele Leute sprechen auch nur gesprochen Deutsch. Können die Deutsch, Chat, in der Schweiz? Oder muss ich Englisch reden? Guten Morgen miteinander. Schweizerdeutsch. Der Vlog. Aber Schweizerdeutsch ist, sage ich ehrlich, schwieriger zu verstehen, finde ich. Also viel schwieriger als österreicherisch. Ich bin jetzt wirklich für alle, die in der letzten Einheit habe ich auch geschrieben haben. Machen wir wieder etwas auf Schweizerdeutsch. Oh mein Gott, es geht vom Husten, geht er, okay?
Max, Digga. Das sieht aus wie eine Leiter, Digga. Die kann so einer Key haben, um Leute, die sowas tragen, sauer zu machen. Ich habe 0 Sekunden Counter-Strike 1 gespielt. Aber ich muss sagen, Counter-Strike 2 macht Spaß. Hinter uns von zwei Richtungen. Die pushen immer gleich. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Digga. Die pushen da immer zu viert. Wo denn, wo denn? Ja, weiß ich ja nicht. Wo ich gestorben bin. Keine Ahnung, wie das heißt. Mann, wie komme ich hier raus? Die dramatische Musik ist voll dramatisch. Oh, Mann. Gutes Video. Ist übrigens nicht mein Account, deswegen like ich hier nichts und abonniere ich gerade nichts, aber gerne like das.